Kartenspiel deckt die geheimen Pläne der Elite auf. Kann ein einfaches Spiel die geheimen Pläne der Schattenregierung aufdecken? Kleiner mies recherchierender Bruder, der halt viel recherchiert hat und sich dann gedacht hat, komm, machen wir mal ein Kartenspiel daraus für die Kids. Dass die Firma Steve Jackson Games am 1. März 1990 in eine obskure Angelegenheit im Zusammenhang mit der US-Regierung verwickelt wurde. Krass. Matrix Attack. Einige dieser Spielkarten zeigen sehr umstrittene Illustrationen. Krass, Digga. Pentagon und 9-11, bro. Das Kartenset beinhaltet auch eine Karte mit jemandem, der so aussieht wie der ehemalige Präsident Barack Obama. Und sogar der aktuelle Präsident Donald Trump. Noch Jahre bevor sie überhaupt regierten. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hassen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video auf Leon Love Vlog Highlights. Ich bin happy heute, denn ich habe meinen Kanal wieder zurückbekommen. Die Sperre ging nur 2 Tage und dann hat YouTube eingeräumt, dass sie wieder Schwachsinn fabriziert haben und unnötig ein Video von mir gelöscht haben und mir eine Upload-Sperre reingehauen haben. Unberechtigterweise. Zum Glück sind sie zurückgerudert. YouTube, ihr könnt froh sein, sonst hätte ich die einzig wahre Love Gang auf euch gehetzt und dann wär kein Spaß mehr. Ja? Ich küsse euer Herz. Diese Nachrichten haben mich auf jeden Fall happy gemacht heute Morgen. Ich kann den Hustle weiter durchziehen. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Wir sind wieder back. Wir müssen den Algorithmus wieder ankurbeln. Ich küsse doch eure Seele und eure Zirbeldrüse. Wir gehen jetzt in ein neues Video rein, welches heißt Kartenspiel deckt die geheimen Pläne der Elite auf. Ich glaube, es handelt sich um dieses eine Kartenspiel, wo wir mit konfrontiert wurden in einer Flex-Doku. Ja, da ging es ja um so ein Kartenspiel, was mehrere Sachen so prophezeit hat etc., wo Dinge vorkamen, obwohl das Kartenspiel schon sehr alt ist. Und dann habe ich auch mal gesagt, dass Leute, die dazu nochmal ein ausführliches Video haben, das gerne mal in den Discord reinschicken können. Heute war es soweit, habe ich das Video gesehen und habe mir gedacht, da lassen wir uns nicht lumpen und gehen in den Peter rein. Und jetzt würde ich sagen, ab geht der Peter, oder? Gang, wir sind da. Let's go. Und los. Das Intro ist auch mies, ne? Wenn ihr das Intro seht, dann heißt es wieder miese Recherche. Kann ein einfaches Spiel die geheimen Pläne der Schattenregierung aufdecken? Angesichts des Einflusses, den die mysteriöse Kartensammlung INWO, Illuminati New World Order oder Illuminati... Digga, wer... Aber was mich mal jetzt interessieren würde, ist, wer hat dieses Kartenspiel auf den Markt gebracht? Die Weltordnung auf der ganzen Welt hatte. Wollen wir die Geheimnisse, die sich hinter diesem Spiel verbergen, aus erster Hand kennenlernen? Dazu haben wir einige Originalkarten erhalten und werden euch die seltsamsten Illustrationen zeigen, die wir gefunden haben. Show it in, bro, come on. Aber zunächst gehen wir darauf ein, wie die Ereignisse um die Veröffentlichung dieses umstrittenen Kartenspiels abgelaufen sind. Im September 1981 wurde das Kartenspiel entwickelt. 81? Steve Jackson Games bei Steve Jackson. Who the fuck is Steve Jackson, bro? Welches für viele zu einer Referenz für Verschwörungen werden sollte. Andere interpretieren sie jedoch als eine Art Sammlung von Plänen, welche die Elite seit einigen Jahren ausführt. Warum sollte man das aber als Kartenspiel rausbringen? Weißt du, was ich meine? Das ist immer so eine Sache, die mich verwirrt. Was ich auf jeden Fall weiß und was man hier an der Stelle auch mal erwähnen kann, das war auch Teil von dem Video von Flex-Doku, ist, dass diese satanischen Menschen und die meisten Menschen leider, die Fäden in der Hand haben auf der Welt, tendieren in diese satanische Richtung. Und man hat auch schon immer öfter rausbekommen, dass die teilweise irgendwelche Rituale machen, die sehr dubios und komisch sind. Und dass diese Leute auch an Karma glauben und deswegen gewisse Dinge uns schon unterjubeln und zeigen, weil sie sonst mit Karma zu rechnen hätten. Weißt du, wie ich meine? Kann natürlich irgendwie damit zusammenhängen oder es ist halt einfach, ja, es kann mehrere Hintergründe haben. Ja. Es kann auch einfach sein, dass ein Typ, der viel Fantasie hatte und sich eventuell, so wie bei den Simpsons, was wir auch teilweise gesagt haben, dass einer halt viel Fantasie hat und Dinge weiterspinnt und die dann halt einfach in ein Kartenspiel irgendwie verpackt und sagt, hier, guck mal, das könnte eventuell auf uns zukommen. You never know. Sein Erfinder Steve Jackson studierte an der Rice University in Houston, Texas. Er wurde Schriftsteller und Schöne Grüße gehen raus an Steve G an der Stelle. Verleger und gründete 1980 seine eigene Firma, Steve Jackson Games.
Seine Karriere hatte in den 1970er Jahren mit dem Entwurf von Kartenspielen zu verschiedenen Themen angefangen, bis er 1982 das Spiel Illuminati veröffentlichte. Er hatte sich durch das Buch The Illuminatus Trilogy inspirieren lassen. Ein 1975 The Illuminatus Trilogy, Robert Shea and Robert Anton Wilson, The Eye in the Pyramid, The Golden Apple, Leviathan. Krass. The Ultimate Conspiracy Book, das ultimative Verschwörungsbuch. Hilariously, the biggest sci-fi cult novel to come along since Dune, The Village Voice. Krass. Werk von Robert Anton Wilson und Robert Shea, welches sich mit der Welt der Verschwörung aus einem satirischen Blickwinkel auseinandersetzt. Jackson erforschte alles, was mit dem Thema der Illuminaten und der neuen Weltordnung zu tun hat, und veröffentlichte schließlich die erste Kartenserie eines Spiels, das verschiedene kontroverse Theorien aufdeckte. Okay, das kann halt auch sein, dass es einer von uns war, ne? Also so ein kleiner mies recherchierender Bruder, der halt viel recherchiert hat und sich dann gedacht hat, komm, machen wir mal ein Kartenspiel daraus für die Kids. Das ist ja, Soulmate, ich küsse dein Herz. Ey, ohne Witz, das ist eine schöne Gewohnheit, mit euch abends zusammen zu sein und total merkwürdig, wenn wir uns ein, zwei Tage nicht sehen. Ich küsse dein Herz, Soulmate. Süße Worte. Während der 1980er Jahre veröffentlichte Steve Jackson weitere Updates für das Spiel Illuminati, welcher wiederum ein so kontroverses Thema behandelte, dass die Firma Steve Jackson Games am 1. März 1990 in eine obskure Angelegenheit im Zusammenhang mit der US-Regierung verwickelt wurde. Krass, Digga, 2 Monate ungefähr vor meiner Geburt. Skü! US-Regierung, jetzt bin ich gespannt, Digga. Wollten die die Jungs innen attacken oder was? Okay. Nach Angaben von Steve Jackson selbst wurden die Büros vom US-Geheimdienst im Rahmen einer nationalen Untersuchung zur Datenpiraterie durchsucht. Krass. Matrix Attack. Der Geheimdienst hatte eine verdächtige Gruppe von Hackern ausfindig gemacht, die für das Unternehmen arbeiteten. Unter diesem Vorwand führten sie eine unangekündigte Razzia durch. Eine bewaffnete Truppe Geheimdienstagenten, begleitet von Polizeibeamten aus Austin sowie einige Experten in Zivil von der Telefongesellschaft, besetzten die Büros der Firma Steve Jackson Games und beschlagnahmten die gesamte Computerausrüstung, darunter 4 PCs, 2 Laserdrucker, einige lose Festplatten und eine große Menge verschiedener Hardware. Einer der Computer enthielt alle Informationen, die mit dem Spiel der Illuminati zusammenhingen. Sie hat Ja, da haben sie vielleicht ein bisschen zu mies recherchiert und haben sich aufmerksam gemacht, so quasi. Also die Behörden sind dann auf die aufmerksam geworden und haben gesagt, okay, in den Laden müssen wir mal reinschauen. Alles mitgenommen. Am nächsten Tag besuchte Steve Jackson zusammen mit seinem Anwalt die Büros des Geheimdienstes. Ihm war versprochen worden, dass er Kopien der Firmenakten anfertigen darf. Jedoch ließen sie ihn nicht alle Dokumente kopieren. Es fehlte viel Material, darunter auch die Dateien mit den Illuminati-Informationen sowie ihren umfangreichen Testspielkommentar. Ist es möglich, dass dies alles Teil eines Manövers war, um die Illuminatenkarten vom Markt zu nehmen und damit das Spiel der Öffentlichkeit vorzuenthalten? Die Beschlagnahmung des Spielmanuskripts hatte katastrophale Folgen für das Geschäft des Unternehmens. Steve James Games hatte seine Türen fast schließen müssen und Steve Jacksons Klage gegen die Regierung trieb ihn praktisch in den Bankrott. Tja, so schnell macht man jemanden mundtot, wa? Mich würde mal interessieren, was mich jetzt mal kurz interessieren würde, ist, ob es dieses Spiel noch gibt, Digga. Kann man sich das noch irgendwo reinziehen? Amazon. Ja, Digga. Tatsache. Illuminati, neue Weltordnung, Kartenspiel von Steve Jackson, derzeit nicht verfügbar. Aha. Mercado Libre, langer. Sogar hier nach Mexiko kann man sich den Laden bestellen, oder was? 990 Pesos, Bro. The Game of Conspiracy. Eigentlich bestellen, Digga, oder? Ich glaube, ich bestelle mir das nach dem Stream. Why not? Weißt du, wie ich meine? Zum Glück entschied der Richter zugunsten des Unternehmens und die gesamte Computerausrüstung sowie die gestohlenen Informationen wurden ihm zurückgegeben. Dies ist die Geschichte hinter dem kontroversesten und umstrittensten Kartenspiel, das es je gegeben hat.
Allein die Tatsache, dass man den Inhalt der Karten mit realen Ereignissen vergleichen kann, wird von vielen als lächerlich empfunden. Für andere ist es ein sehr ernstzunehmendes Thema, das sich mit den tatsächlichen Machenschaften der Schattenregierung befasst. Steve Jacksons Firma behandelte es einfach als ein Thema, zu dem sie ein Spiel zu Verschwörungen und historischen Ereignissen entwickelt hatten, übertragen in eine unterhaltsamere, lustige Sichtweise. Hier sind einige Beispiele für die kontroversen Karten. Einige dieser Spielkarten zeigen sehr umstrittene Illustrationen. Krass, Digga, Pentagon und 9/11, Bro. Ereignisse darstellen. Also, es war ja beides am 9/11, ne? Also Pentagon und die zwei Türme. World Trade Center, genau. Sich lange Zeit später ereignet haben. Es gibt auch andere Karten, wie diese hier. Hier werden verschiedene Charaktere wie George Bush oder Bill Clinton und seine Frau gezeigt, die seltsamerweise so dargestellt wird, als ob sie die Kontrolle hätte. Auch die Anwesenheit von Al Gore. Krass. Sie die Krass. Das ist heftig. Hätte. Auch die Anwesenheit von Al Gore, dem Verteidiger und Propagandisten der globalen Erwärmung, ist in diesem Kontext äußerst nennenswert. Das Kartenset beinhaltet auch eine Karte mit jemandem, der so aussieht wie der ehemalige Präsident Barack Obama und sogar der aktuelle Präsident Donald Trump, noch Jahre bevor sie überhaupt regierten. Die meisten Illustrationen auf den Karten zeigen Pyramiden, was darauf hinweist, dass die Illuminatengruppe hinter all diesen Ereignissen steht und die Fakten kontrolliert. Andrew sagt, ich habe das Buch von Klausi, aber nur zur Recherche. Echt, ja? Krass. Und? Hast du schon durchgelesen? So wie sie auch auf der 1-Dollar-Note erscheint. Wir sehen die US-Notenbank mit der pyramidenförmigen Spitze, die symbolisiert, dass sie unter der Kontrolle dieser Gruppe steht. Ebenso wie Frankreich, die Schweiz oder sogar der Vatikan. Krass. Switzerland, Alter, Schweizer Taschenmesser. Mich würde auch interessieren, wie das Spiel funktioniert. Also was dann so das Ziel ist von dem Spiel. So. Diese beiden Karten sind recht interessant. Auf einer Prinzessin Diana. In ihnen kann man Prinz Charles von England mit einer Pyramide auf seiner Kleidung sehen. Der Handlungszweck der Karte im Spiel ist es, einem Spieler Immunität vor Angriffen zu bescheren. Auf der anderen Seite erscheint Prinzessin Diana, die Prinzessin Di genannt wird, was so ähnlich wie das englische Wort für Sterben klingt. Zufälligerweise befindet sich die Abbildung einer Pyramide auf der Kamera eines Paparazzi. Okay, das ist jetzt aber ein bisschen so suchen und finden, ne? Mit der Pyramide. Das könnte auch ein Gesicht sein, Digga. Sieht aus wie eine Ente. Weißt du, was ich meine? Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man sucht, findet man alles. Und wir alle kennen... Schwurbler-Talk, yes, Mann. Wir sind hier am Schwurbeln, Digga. Wenn du keinen Bock hast, get the fuck out of here. Wir sind da. Fatalen Ausgang dieser Geschichte. Sehen wir uns jetzt diese drei Karten an. Die erste mit dem Namen Verschwörungstheoretiker zeigt an, dass diese Gruppe sehr wertvoll für die Illuminaten ist, weil Verschwörungstheoretiker. Crazy. Ihre Irrationalität ihnen sehr nützliche Ideen liefert. Ihre Irrationalität liefert ihnen sehr nützliche Ideen. Das ist der Grund, warum hier Leute auch reinkommen mit Schwurbler, Verschwörungstheoretiker und Querdenkerwörtern herumwerfen, weil sie das so eins zu eins von der Regierung und von der Matrix übernommen haben, damit man Leuten beibringt, dass sie nicht mehr anders denken dürfen und dann nicht mehr neue Theorien aufstellen und so eventuell langsam an die Wahrheit herankommen. Das ist das, was die Mächte vermeiden wollen. Und deswegen machen wir das hier. Ja, meine Süßen? Die zweite, Älteren von Zion, enthält folgende Botschaft. Eine alte und subtilere Bruderschaft. Die Älteren kennen die Kunst der Verschwörung gut. Und in der letzten, die Karte der Tempelritter, können wir Folgendes lesen. Nein, sie wurden nicht 1312 ausgelöscht. Sie haben an Macht, Reichtum sowie an seltsamem Wissen gewonnen. Es gibt eine Gruppe von Spielkarten, die die Manipulation durch Medien, wie zum Beispiel dem Fernsehen und sogar die Musikindustrie illustrieren. Fernsehen war, glaube ich, eine Riesenentwicklung dafür, um uns Menschen unbewusst zu machen. So. Fernsehen hat extrem dazu beigetragen, dass Menschen immer unbewusster geworden sind und nicht mehr ihr eigenes Leben leben, sondern sich nur noch mit irgendwelchen anderen Leben identifizieren und sich den Dopaminschub von irgendwelchen Serien holen oder von irgendwelchen Filmen holen und sich dann da reinleben und das Gefühl haben, als ob die diesen Film leben und so.
sich informieren lassen, das findet ja alles über den Fernseher statt und auch Musik. Heutzutage, wenn du guckst, so Großteil von den Leuten, die auch von den großen Labels gepusht werden, eigentlich nur Leute, die keine Message haben. Sobald du ein bisschen eine Message hast oder Dinge ansprichst, die außerhalb vom Mainstream sind oder außerhalb vom Narrativ sind, wirst du auch von denen gecancelt. Und das ist halt, zeigt schon so ein bisschen, dass diese Dinge auf jeden Fall genutzt werden, um uns Menschen unbewusster zu halten. Die Verschwörung erreicht auch die Welt der Computer. So ist eine Karte davon dem Silicon Valley gewidmet, dem wichtigsten Zentrum für Forschung und Entwicklung von Hochtechnologie. Es wird eine Pyramide gezeigt, die andeutet, dass es unter der Kontrolle der Illuminaten steht. Eine weitere Gruppe von Karten befasst sich mit Katastrophen wie Tornados, Vulkanausbrüchen, Erdbeben oder Tsunamis. Zwei von ihnen deuten darauf hin, schon wildes Spiel auf jeden Fall, dass die Katastrophen unter der Kontrolle der Illuminaten stehen. Er hat schon wieder da diese Pyramiden. Das sind so Sachen, so Bro, diese zwei kleinen Dinger da an der Seite, das sind für mich jetzt keine Pyramiden offensichtlich mäßig, weißt du, wie ich meine? Wie zum Beispiel auf den Karten der Internationalen Klimaorganisation und Chemtrails, ja. Die sehe ich auch, Bro. Den Projektor. Wir können heilige Objekte wie das Turiner Grabtuch hervorheben. Auf Folgendes steht: Das im Museum ist eine Fälschung. Das Echte ist weit entfernt. Das Zentrum nächtlicher Rituale. Oh shit, man. Es gibt auch die Lanze des Longinus und die Bundeslade, sowie weitere mysteriöse Objekte. Ja, es ist halt, man muss ganz klar so sagen, wie es ist, ne? Es ist halt ein Spiel, was von einem, wie man ihn heutzutage nennen würde, Verschwörungstheoretiker erstellt wurde. Und der hat halt wirklich alle Dinge, die eventuell so in eine verschwörerische Richtung tendieren, damit aufgenommen quasi. Was halt ein bisschen crazy ist, meiner Meinung nach, ist, dass er halt Dinge da schon auf den Karten mit drauf hat, die noch gar nicht passiert waren zu dem Zeitpunkt, wo er dieses Kartenspiel gemacht hat, sondern erst im Nachhinein passiert sind. So. Das ist schon crazy. Also das finde ich schon ein bisschen crazy so. Ich hatte letztens mit einem Kumpel auch einen Talk, man muss halt wirklich echt auch in alle Richtungen extrem aufpassen, ne? Auch bei diesen ganzen Leuten, wo man das Gefühl hat, okay, die kämpfen gegen die Regierung oder die wollen Leute aufwecken. Das können auch Leute sein, die eventuell sogar von der Regierung oder von diesen Leuten eingeschleust wurden. Also man muss bei jedem Menschen, der sich hinstellt und sagt, ich weiß die Wahrheit und ich erzähle euch die Wahrheit, muss man aufpassen. Wir hatten das Thema Andrew Tate zum Beispiel, wo er dann auch gesagt hat, so, es könnte sein, dass er auch installiert wurde einfach, damit man jemanden hat, der die Opposition bildet quasi, den man immer noch kontrollieren kann. Und so kann es halt auch sein. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Kandidat extra installiert wurde, damit die Menschen denken, okay, da ist einer, der kämpft für das Gute, aber eventuell ist er mit denen unter einer Decke. Deswegen muss man echt aufpassen. Auch bei Saatguru zum Beispiel, auch so eine Sache. Der hängt auf dem WEF rum und so, weißt du? Aber macht Videos halt, wo er sich als indischen Mystiker präsentiert, der Menschen aufwecken will, der Menschen helfen will. Aber eventuell steckt der mit Klaus Schwab und so unter einer Decke. Deswegen sind alles so Sachen. Ich sag euch, egal in welche Richtung, man muss aufpassen. Und am Ende des Tages kann man nur auf sich selbst und auf Gott hören. Und das ist dann hundertprozentig. Weißt du, wie ich meine? Alles andere ist immer noch auch, weißt du, wie ich meine? Theorie so. Man muss da den Ball flach halten. Wie der Kristallschädel und mythische Orte wie die Bibliothek von Alexandria, die Folgendes aussagt. Sicher, sie verbrannten die Bibliothek, aber die Bücher wurden herausgenommen. Wir finden auch eine Perpetuum mobile Karte und Fabelwesen wie den Bigfoot oder das Loch Ness Monster. Einige davon beschäftigen sich auch mit Stonehenge, den Erntekreisen und anderen mächtigen magischen Orten. Es gibt aber auch Karten, deren Inhalt in den letzten Jahren für Kontroversen gesorgt haben, wie zum Beispiel das der Flacherdler. Oh shit, jetzt sind wir da, mein Lieber. Grüße gehen raus an alle Flacherdler an der Stelle. Gib mir die Flat-Earthy-Vibes, Bro. Flat-Earthy! Wird Folgendes gesagt. Die Leute lachen, aber die Flacherdler wissen etwas. Und schließlich gibt es mehrere Karten, die der NASA und dem Weltraum gewidmet sind. Ein sehr kontroverses Thema, das auch heute noch in Frage gestellt wird. Eine Karte davon stellt außerdem dar. Oh shit, man, Stanley Kubricks NASA-Landung, Filmung. Guck mal, krass, hinten mit der Erde und so. Scheiße. Die Mondlandung auf einer Filmkulisse stattgefunden hat. Ja, Digga, da bin ich auch fast schon überzeugt von. Man weiß niemals hundertprozentig, aber das ist schon, da gibt es schon einige Indizien dafür.
selbst teilweise Aussagen von den NASA-Astronauten selbst, die einfach verwirrend sind. Eine weitere mit dem Titel Science-Fiction-Fans illustriert die faste Raumfahrt. Und schließlich die Orbit-One-Karte, gewidmet der Internationalen Raumstation und die letzte, die einer angeblichen Mondbasis gewidmet ist. Obwohl diese Karten nicht alle veröffentlicht wurden, zeigen sie einige der umstrittensten und wichtigsten Verschwörungen, die in den letzten Jahrzehnten für viel Gesprächsstoff gesorgt haben und dies wahrscheinlich auch in Zukunft tun werden. Aber da wir hier angeblich von einem einfachen Kartenspiel sprechen, ist alles, was hier gezeigt wird, reine Unterhaltung. Oder etwa nicht. You never know, Bro. Ich hätte gerne mal mit Steve Jackson Talk gemacht, Digga. Mal reingehört, wie der Jude so auf die ganzen Dinger gekommen ist. Aber ein crazy Video auf jeden Fall. Hat man sich auf jeden Fall mal reingezogen. Fand ich sehr interessant, mich nochmal mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich das Kartenspiel entdeckt hatte in dem Flex-Video. Was sagt ihr, Chat? YouTube, eure Gedanken natürlich unten. Ja, unten in die Kommentare. Ich sag immer Chat, Digga, weil ich live bin. Unten in die Kommentare reinschreiben. Ich liebe euch. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace the fuck out, man.